In fünf Minuten eine Geschichte von der interkulturellen Musikpädagogik zu erzählen, ist eigentlich unmöglich. Trotzdem werde ich ein paar der Wege nachzeichnen, in denen wir nach fast 40 Jahren Nachdenkens über die Bedeutung von Kultur im Musikunterricht angekommen sind. Zunächst einmal sollten Sie sich bewusst machen, dass die Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit der interkulturellen Musikpädagogik aus einer ganz bestimmten Situation heraus entstanden ist. Drücken Sie doch einmal kurz auf Pause und überlegen Sie selbst, welches Phänomen hat den deutschen Arbeitsmarkt der 60er und 70er Jahre in Deutschland geprägt? Und inwieweit könnte das die Auseinandersetzung mit Kultur im Musikunterricht beeinflusst haben? Im Zuge der Gastarbeiteranwerbung durch deutsche Firmen und Betriebe sind zwischen 1960 bis 1973 über eine Million Menschen in die BRD eingewandert. Zunächst war geplant, dass diese Menschen nach fünf Jahren in einem Rotationsprinzip wieder in ihre Herkunftsländer zurückgehen würden. Stattdessen holten sie ihre Partnerinnen und Familien nach, blieben in ihren Wohnorten, bekamen Kinder und wurden sesshaft. Dieser Umstand allein hatte schon riesige Auswirkungen auf den gesellschaftlichen Umgang mit den Gastarbeiterinnen. Zu Beginn hatte man sich für die Bildung und Erziehung der Kinder dieser Arbeiterfamilien nur begrenzt zuständig gefühlt. Ziel des Unterrichts war es, den Kindern eine möglichst leichte Wiedereingewöhnung und ein Anknüpfen in der Bildung in ihrer Heimat zu ermöglichen. Doch mit der Bleibeperspektive musste man hier massiv umsteuern. Man konnte es nicht mehr dabei belassen, eine Ausländerpädagogik zu betreiben, sondern begann nach und nach, die Kinder der Gastarbeiterinnen in den wohnortnahen Schulen aufzunehmen. Wie Sie sich vielleicht vorstellen können, war das natürlich nicht überall und immer reibungslos möglich. Und aus diesen Reibungen heraus entstanden dann zahlreiche pädagogische und didaktische Überlegungen. Der Musikunterricht war von Anfang an wichtig da man annahm, dass die kulturelle Zugehörigkeit der Kinder deutlich von derjenigen der deutschen Kinder abwich. Das sollte natürlich auch entsprechend im Unterricht thematisiert werden und so entstanden in den 70er und 80er Jahren die ersten Materialien für den Unterricht, in denen Volkslieder, Spiel- und Tanzmusik aus der Türkei, aber auch aus anderen Einwanderungsländern aufbereitet wurden. Man nahm an, dass hier eine Begegnung zwischen den Kulturen möglich und einfach sein würde, da die ausländischen Kinder die Lieder kennen und sich damit identifizieren würden, was dann wiederum einen Austausch mit den deutschen Kindern ermöglichen würde. Recht schnell stellte sich aber heraus, dass dieser wohlmeinende Zugang zur Musik der anderen nicht unproblematisch und unwidersprochen bleiben würde. In diese Situation hinein veröffentlichte Irmgard Merkt 1983 ihre Dissertation zur deutsch-türkischen Musikpädagogik, in der sie als Ziele des interkulturellen Musikunterrichts einen Beitrag zum Abbau von Diskriminierung und zum Aufbau von wechselseitiger Verständigung und somit nicht nur zum sozialen Frieden, sondern auch zur Verwirklichung der Menschenrechte benennt. Sie schlägt zur Umsetzung den Schnittstellenansatz vor, nachdem im Musikunterricht in sieben Schritten vorgegangen werden sollte. Erstens, zunächst ist die Lehrkraft gefragt, sich intensiv musikwissenschaftlich mit der Musik einer bestimmten Kultur auseinanderzusetzen und vertraut zu machen. Zweitens, dann sollen Schnittstellen, also Gemeinsamkeiten im musikalischen Material oder Funktionen der Musik gesucht werden, die eine Begegnung und Verständigung mit allen Schülerinnen ermöglichen. Drittens. Die erste Begegnung der Schülerinnen mit der Musik sollte über das Musizieren erfolgen, gefolgt von einer Phase der Reflexion. Viertens. Über das Gespielte und Erlebte, in der ein Vergleich stattfinden soll. Dies ermöglicht dann fünftens. Über die Musik hinaus die Auseinandersetzung mit allgemeineren Fragestellungen in Bezug auf Leben und Kultur. Im vorletzten Schritt soll sechstens das Hören von Musik aus anderen Kulturen anschließen und im letzten siebten Schritt eine Präsentation von Ergebnissen im schulischen oder außerschulischen Kontext stattfinden. Das Konzept des Schnittstellenansatzes war sehr einflussreich und wurde später von anderen Autorinnen aufgegriffen. Trotzdem gab es auch einige Kritikpunkte. Zum einen konnte man den Eindruck gewinnen, dass die Kultur der Ausländerkinder von Merkt als eine einheitliche Lebenswelt gesehen wurde. Zum anderen hat vor allem Wolfgang Martin Stroh zu Bedenken gegeben, dass der Schritt von der musikalischen Erfahrung im Musikmachen zur Reflexion unter Umständen ein zu großer ist und hier mehr Vermittlung stattfinden muss, damit Schüler und Schülerinnen nicht nur die Differenz erfahren, sondern auch Gemeinsamkeiten wahrnehmen. In den nächsten Jahrzehnten wurde das Thema Interkulturalität immer wieder in größeren und kleineren Schriften in den Mittelpunkt gerückt. Und daran kann man erkennen, wie wichtig es vor dem Hintergrund der schulischen Realität war. Nach Merkts Buch veröffentlichte Reinhard Böhle 1996 seine Habilitationsschrift Interkulturell orientierte Musikdidaktik. In dieser zeichnet er noch einmal die verschiedenen Stadien auf dem Weg zu einer interkulturellen Erziehung nach, die die BRD durchlaufen hatte, von der Ausländerpädagogik über die antirassistische Erziehung bis zur Friedenserziehung. Schon allein an dieser Auflistung merkt man, dass es sich dabei um Konzepte mit deutlich politischem Einschlag handelt. Böhle plädiert für einen Unterricht, der nicht vereinzelte Inseln interkultureller Inhalte vermittelt, sondern für ihn sollte das Thema im Idealfall ein durchgängiges Unterrichtsprinzip sein. Außerdem rückt er die persönlichen Erfahrungen der Schüler und Schülerinnen mehr ins Zentrum und versucht eine Balance zwischen Individuum und Kultur zu erreichen. Die gründliche Analyse der früheren Bestrebungen in der Ausländerpädagogik ist ein wichtiger Meilenstein in Böhles Arbeit und seine Forderung nach einer umfassenden kulturellen Bildung von Schülerinnen in der multikulturellen Gesellschaft ist wirklich überzeugend. Außerdem greift Böhle, wenn auch eher am Rande, bereits die Tatsache auf, dass es viele verschiedene Formen von Kulturen gibt, die in der Erziehung thematisiert werden sollten, zum Beispiel auch Subkulturen, Jugendkulturen etc. Böhle fordert, dass Schule als Gesamtsystem auf die veränderte Wirklichkeit reagieren muss und er vertritt die Ansicht, dass der mehrperspektivische Unterricht Möglichkeiten zum didaktischen Handeln bietet. Unter mehrperspektivisch versteht er dabei nicht nur den Einbezug verschiedener Sinne, sondern ein ganzheitliches Bild von Bildung und Lernen, was wiederum eine veränderte Unterrichtswirklichkeit und Lernorganisation bedeutet. Zum Beispiel möchte Böhle das Fach Musik nicht nur eigenständig sehen, sondern plädiert für einen Lernbereich Kultur, in dem kulturelle Projekte, offene Lernsituationen und gemeinsames Lernen stattfinden können. Damit ist für ihn auch die politische Dimension des interkulturellen Unterrichts zentral und erfordert die Toleranz in der pluralen Gesellschaft. Eine Kritik, die Böhle von verschiedenen Seiten entgegengebracht wird, ist, dass in seinem Konzept der Wert und das Wesen von Musik nicht deutlich genug heraustritt. Eigentlich könnte man an allen Stellen, an denen das Wort Musik steht, stattdessen auch von Kunst oder anderen Fächern sprechen. Das ist ein schwieriges Thema, denn das Fach Musik hat immer mal wieder um seine Stellung im Fächerkanon kämpfen müssen, und eine Konzeption, die den besonderen Wert der musikalischen Bildung nicht in den Mittelpunkt rückt, kann dann im schlimmsten Fall dazu führen, dass die Position des Fachs geschwächt wird. Die Konzeption von Böhle unterstützt also die Forderung nach einem interkulturellen Unterricht, aber nicht vordergründig die nach einem interkulturellen Musikunterricht. Ein weiterer Meilenstein in der interkulturell orientierten Musikpädagogik ist im Jahr 2008 die Dissertation von Dorothee Barth Ethnie, Bildung oder Bedeutung. Sie greift darin zunächst den Begriff der Kultur auf, der weit über das Fach Musikpädagogik hinaus kritisiert und hinterfragt wurde. Dann lehnt sie sich an ein Modell des Soziologen Andreas Reckwitz an der in seiner Kulturtheorie vier verschiedene Kulturbegriffe herausgearbeitet hatte. Den Kulturbegriff beschreibt sie dabei als Deutungsmuster. Das heißt, Kultur gehört nicht einem Menschen per se an oder ist gegeben, sondern Kultur wird in der Situation selbst von den Beteiligten hergestellt, indem sie als solche gedeutet wird. Barth untersucht musikpädagogische Texte, sowohl theoretische, aber auch praktische Unterrichtsmaterialien. Dabei arbeitet sie anhand der Texte und Materialien drei verschiedene Verwendungsweisen des Kulturbegriffs heraus, den normativen, den ethnisch-holistischen und den bedeutungsorientierten Kulturbegriff, die wir uns noch einmal genauer anschauen sollten. Den normativen Kulturbegriff ordnet Barth denjenigen Texten und Materialien zu, in denen die Bezugspunkte in der Vermittlung europäischer Kunstmusik zu suchen sind. Sie formuliert das so. In der interkulturellen Musikpädagogik beziehen sich normative Qualitätssetzungen in der Regel auf die Beschreibung und Beurteilung von Kunstwerken, die in der Begegnung mit anderen Kulturen beeinflusst, aber gleichwohl der Tradition europäischer Kunstmusik verpflichtet sind. Das bedeutet auch, dass natürlich die Regeln und Gesetzmäßigkeiten europäischer Kunstmusik zur Anwendung kommen, wenn es darum geht, die Kunst oder Qualität eines Stückes zu beurteilen. Einmal ganz konkret würde das bedeuten, zum Beispiel ein türkisches Lied auch unter der Maßgabe zu untersuchen, ob die typisch europäischen Liedformen hier Anwendung finden, inklusive der Verwendung von Harmonien, Rhythmus und Wort-Ton-Verhältnis. Schon an diesem Beispiel wird schnell klar, welche Gefahr damit verbunden sein kann. dass nämlich alle andere Musik in der Qualität binderwertig wirken kann, wenn diese Maßstäbe an sie angelegt werden. Zwar betont Bart auch, dass man umgekehrt normative Zielsetzungen erstens nicht ganz vermeiden kann, und zweitens darin auch die Chance liegt, Schülerinnen dafür zu sensibilisieren, dass in anderen Kulturen andere Formelemente etc. wirken. Trotzdem wird in einem Unterricht mit normativem Kulturbegriff gerade dieser Schritt nicht unbedingt vollzogen, weil in dieser Art von Musikunterricht die objektive Seite von Kultur, wie Barth es benennt, im Vordergrund steht. Also vermeintlich objektive Güte, Maßstäbe von Musik. Bart fasst die Merkmale eines Musikunterrichts mit einem normativen Kulturbegriff in sieben Merkmalen zusammen. Das Lernen von Musik zeichnet sich dabei vor allem als gegenstandsbezogen aus. Das heißt, es werden Kenntnisse der Analyse, Musiktheorie, Musik- und Kulturgeschichte vermittelt, die den Zugang zu Werken ermöglichen sollen. Überlegen Sie an dieser Stelle doch einmal selbst, welche möglichen Einwände gegen ein solches Kultur- und Musikverständnis es geben könnte. Die Zusammenfassung des normativen und kunstwerkorientierten Kulturbegriffs bei Barth können Sie im Bonusclip nachhören. Barth arbeitet im Anschluss vier Einwände gegen den normativen Kulturbegriff heraus. Zunächst einmal gibt sie zu bedenken, dass es keine eindeutigen oder einheitlichen Gütekriterien für Kunstmusik gibt, sondern sie vielmehr durchaus strittige sein können. Man denke nur an den Streit zwischen Brahms und der neudeutschen Schule. Der zweite Einwand ist ganz pragmatischer Natur. Für die interkulturelle Auseinandersetzung müssten die Schüler und Schülerinnen nach diesem Kulturbegriff zunächst einmal die Musiktheorie und Formenlehre der Kunstmusik in solcher Tiefe verstehen, dass das in Anbetracht der Stundenzahl und Durchgängigkeit des Unterrichts unwahrscheinlich erscheint. Außerdem stellt Barth die ganz berechtigte Frage, ob denn Schüler und Schülerinnen von heute die musikalischen Beispiele im Musikunterricht die ja aus der Kunstmusik stammen, wirklich als ihre eigene Kultur wahrnehmen. Das hält sie für empirisch nicht nachgewiesen, historisch nicht eindeutig belegbar und zudem pädagogisch bedenklich. Im letzten Einwand gibt sie zu bedenken, dass die Schülerinnen die Maßstäbe, die sie zunächst mühevoll als zentral für Kunstmusik erlernt haben, danach in der Begegnung mit der Musik anderer Kulturen relativieren sollen. Aus ihrer Sicht behindert das eine interkulturelle Einstellung eher, als dass es sie befördert. Als zweiten Kulturbegriff arbeitet Barth einen ethnisch holistischen Zugang im Musikunterricht heraus. Hier stehen die Lebensweisen von Menschen im Mittelpunkt, wie sie formuliert, sie beschäftigen sich mit Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund deren vermeintliche Kultur in guter Absicht berücksichtigt werden soll, indem musikalische Traditionen des Heimatlandes thematisiert werden. In den von Barth hier eingeordneten Texten, die zu einem großen Teil aus den 80er und 90er Jahren stammten, wird ein statischer Kulturbegriff vertreten, bei dem nach Gemeinsamkeiten zwischen der vermeintlichen Herkunftskultur und einer angenommenen Nationalkultur gesucht wird. Die behandelte Musik wird ausgewählt, weil sie anzunehmenderweise die Kultur der Schüler und Schülerinnen mit Migrationshintergründen widerspiegelt. Es ist also auch ein Ansatz von politischer und friedlicher Erziehung zum Miteinander. Kultur wird hier begriffen als einheitliches und kollektives Konzept, nicht so sehr als individuelles Erleben. Kultur im Konzept eines ethnisch begründeten Nationalstaates bedeutet die Reduktion auf eine Nationalkultur, die die entsprechenden Haltungen und Verhaltensweisen ihrer Angehörigen erklärt, aber auch determiniert und die zugleich homogen, statisch und nur bedingt entwicklungsfähig ist. Die Teilhabe an dieser Kultur ist nach dem Selbstverständnis des ethnischen Nationalstaates nur für jene Mitglieder möglich, die zu der die Nation begründenden Ethnie gehören. Zu diesem Kulturbegriff arbeitet Barth die sechs Merkmale eines ethnisch-holistischen Kulturbegriffs zusammenfassend heraus, die Sie wiederum im Bonusclip nachhören können. Es gibt einige deutliche Kritikpunkte an dem ethnisch-holistischen Kulturbegriff, die Barth im Anschluss aufzeigt. So entspricht die Vorstellung einer Herkunftskultur, der Schüler und Schülerinnen häufig nicht mehr ihrer gelebten Realität und das ethnisch-holistische Kulturverständnis kann damit Stigmatisierungen und die Festschreibung von Andersartigkeit verstärken oder überhaupt erst erzeugen. Der Kulturrelativismus, der damit einhergeht, kann außerdem dazu missbraucht werden, rassistische und nationalistische Ansichten zu legitimieren. Denn nach der Gegenüberstellung eigener und fremder Kulturen könnte der Schluss gezogen werden, dass diese unvereinbar mit Elementen der eigenen Kultur sind und aus diesem Grund eine Einwanderung pauschal abgelehnt wird. Barth formuliert das wie folgt. Diese Unterordnung des Individuums unter das kulturelle Kollektiv kann in mehrerlei Hinsicht zu verdeckten Formen von Rassismus führen. Zum Beispiel, wenn von äußeren Erscheinungsmerkmalen auf bestimmte innere Eigenschaften oder Fähigkeiten geschlossen oder angenommen wird, die Kultur, und zwar in diesem Sinne die Herkunftskultur, determiniere die Entscheidungsfähigkeit bzw. den freien Willen des Individuums. Sie gibt außerdem zu bedenken, dass hier großes Potenzial für Missverständnisse besteht. Wenn die Darstellungen von Herkunftskulturen, die Zugehörigkeit von Schülerinnen zu diesen Kulturen und überhaupt die Wandelbarkeit der kulturellen Selbstverständnisse der Schüler nicht ausreichend reflektiert werden, so kann ein solcher Musikunterricht statt gut gemeinter Beschäftigung mit Kultur stattdessen in Ausgrenzung resultieren. Auf der anderen Seite kann es aber auch nicht die Lösung sein, alle Schülerinnen und Schüler ohne Beachtung ihrer individuellen Lernbiografie und Lebenssituation vermeintlich gleich zu behandeln. Genau diese Forderung von Barth, sich mit den individuellen Voraussetzungen der Schüler und Schülerinnen auseinanderzusetzen, führt dann direkt auch zur Vorstellung des dritten Kulturverständnisses, nämlich des bedeutungsorientierten Kulturbegriffs. Kultur wird hier weder als Bildung noch als Lebensweise verstanden, sondern verweist auf die sinnhafte Konstitution von Wirklichkeit. Die Wissensordnungen, die die Kultur begründen, werden von einer Gruppe von Menschen verwendet und als gültig anerkannt. Sie stellen kulturelle Schemata dar, die in der Begegnung mit abweichenden Verhaltensweisen ins Bewusstsein gelangen und thematisiert werden können. Ganz entscheidend und im Unterschied zu den beiden vorhergehenden Kulturbegriffen ist im Fall der Bedeutungsorientierung gesetzt, dass sich Kultur nicht mehr statisch verhält, sondern sowohl innerhalb der Bewohner eines Landes stark unterscheiden kann, aber zum Beispiel auch zwischen den Generationen, zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen oder sogar innerhalb einer Person je nach Umfeld variieren kann. Für den Musikunterricht bedeutet das laut Bart, rückt der Aspekt der Bedeutung in den Blick, den die Akteure einer Musik zuweisen, können die Prozesshaftigkeit, die Veränderbarkeit, die Standortabhängigkeit, die Kontextualität und die Relativität von Deutungen und Bedeutungszuweisungen in musikalisch-ästhetischen Praxen gezeigt und problematisiert werden. Den bedeutungsorientierten Kulturbegriff umreißt sie in fünf Aspekten, die ich hier zusammenfasse. Erstens, ein bedeutungsorientierter Kulturbegriff kann nicht mit Bildung und Lebensweise gleichgesetzt werden, da er beschreibt, wie der Wirklichkeit Sinn zugeschrieben wird. Zweitens, diese Sinnhaftigkeit wird zu einer Form von Kultur, wenn sie von verschiedenen Akteuren geteilt wird. Drittens. Die Sinndeutungen beziehen sich auf kollektive Sinnsysteme, symbolische Ordnungen und geteiltes Wissen und nicht nur auf Gegenstände, Urteile oder so etwas. Viertens. Diese Sinnsysteme werden nicht notwendigerweise bewusst wahrgenommen oder thematisiert, sondern angewendet. Fünftens. Wenn Menschen in einer Situation die Prozesse der Deutungszuweisung und damit kollektives Wissen teilen, dann sind sie in einem kulturellen Konsens. Für den Musikunterricht ganz konkret hat dieser Kulturbegriff eine wichtige Konsequenz. Er setzt nämlich eine Akteursorientierung voraus, bei der die handelnden Personen aktiv dabei eingebunden werden, ihr Kulturverständnis aufzudecken und zu rekonstruieren. Man muss folglich die Schülerinnen und Schüler selbst als Experten und Expertinnen in der Ausbildung ihres Kulturverständnisses ernst nehmen. Zum Abschluss möchte ich nochmal einen Blick auf etwas werfen, was von Barth und anderen Musikpädagoginnen an verschiedenen Stellen thematisiert und weit über die Musikpädagogik hinaus angesprochen wurde. Kann man überhaupt noch von Interkulturalität sprechen, wenn doch inzwischen deutlich wurde, dass es kein einzelnes Kulturverständnis einer Gesellschaft oder sogar einer einzelnen Person geben kann? Oder sollte man dann andere Begriffe verwenden, zum Beispiel transkulturell, um zu betonen, dass verschiedene Aspekte innerhalb eines Menschen bezeichnet werden können? Einer der Autoren, der sich schon im Jahr 1994 mit diesen Fragen auseinandergesetzt hat, ist der Philosoph Wolfgang Welsch. Welsch stellte schon 1994 fest, dass man nicht mehr zwischen einer Eigen- oder Fremdkultur unterscheiden kann, weil ein Kulturbegriff, der auf Homogenität setzt, in der heutigen Zeit nicht mehr realistisch ist. Er drückt das selbst aber viel besser aus, darum soll er hier selbst zu Wort kommen. Eigenes und Fremdes teilen sich nicht mehr nach Eigenkultur und Fremdkultur auf. Im Innenverhältnis einer Kultur zwischen ihren diversen Lebensformen existieren kaum weniger Fremdheiten als in ihrem Außenverhältnis zu anderen Kulturen. Der alte Kulturbegriff der auf Homogenität innerhalb der Kulturen und auf klare Abgrenzbarkeit zwischen ihnen setzte, ist, zusammengefasst gesagt, ob der inneren Komplexität wie der äußeren Vernetzung heutiger Kulturen deskriptiv falsch geworden. Wo er weiterhin vertreten wird, wirkt er als normatives Korsett, als zwanghaftes Homogenisierungsgebot. Er beschreibt, dass das Konzept der Interkulturalität scheitern muss, da es die Grundannahme von Kultur als einer Kugel mit klaren Abgrenzungen zu anderen Kulturen beibehält. Der separatistische Charakter der Kulturen führt nach diesem Modell zu unlösbaren Problemen wie der schwierigen Koexistenz und strukturellen Kommunikationsunfähigkeit dieser Kulturen, wie Welch das nennt. Und er schlussfolgert daraus sehr klar. Das Konzept geht die Problemwurzel nicht an. Es ist nicht radikal genug, sondern bloß kosmetisch. Aus dieser Analyse heraus entwickelt er dann vier Thesen. Nämlich, dass erstens Kulturen heutzutage transkulturell verfasst sind. Zweitens, die Transkulturalität sich auch auf der Ebene der Lebensweisen widerspiegelt. Und drittens, so gab es auf die Ebene der individuellen Identität wirkt sowie viertens sich analoge Veränderungen auch in den Wissenschaften wiederfinden. Abschließend stellt Welch noch einmal das Besondere des von ihm favorisierten Konzepts der Transkulturalität heraus, was Sie im Bonustrack nachhören können. Während es sicherlich viele gute Gründe dafür gibt. Interkulturalität als Begriff durch Transkulturalität zu ersetzen, so wird innerhalb und außerhalb der Musikpädagogik intensiv über Vor- und Nachteile gestritten. Barth zum Beispiel entscheidet sich in ihrem Buch bewusst dafür, bei interkulturell zu bleiben, weil es sich eingebürgert und durchgesetzt habe. Andere Autoren warnen vor den Unschärfen und Schwierigkeiten, die sich durch den Begriff der Transkulturalität auftun. So stellen zum Beispiel Michael Gölich und Jörg Zirfers fest, dass das Konzept unscharf bleibt und ideologisch missbraucht werden kann. Trotzdem ist aus meiner Sicht der Blick auf kulturelle Identität vor dem Hintergrund der Transkulturalität heutzutage ein sinnvoller Ansatz, der der oftmals komplexen und uneindeutigen Realität entgegenkommt. Der Dritte Raum, von dem einige Autoren sprechen und in dem transkulturelles Lernen stattfinden kann, scheint für mich eine passende Idee für ein Lernen, das zwischen Kulturen, Personen und Situationen ermöglicht wird. Aus meiner Sicht wird der Bereich des inter- bzw. transkulturellen Lernens in der Musikpädagogik auch in der Zukunft noch eine wesentliche Rolle spielen da es eine Möglichkeit ist, die sich stark verändernde Lebenswirklichkeit der Menschen in musikalischer Hinsicht zu verstehen. Nun ist es aber wirklich an der Zeit, weiterzugehen. Und wir müssen gar nicht weit schauen, denn die nächsten beiden Themen zeichnen sich durch einige Schnittpunkte aus. Es geht um Inklusion und Gender im Musikunterricht.